Herzlich willkommen zu einem neuen Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Wir beschäftigen uns nun mit der Produktmenge, genauer gesagt mit dem kartesischen Produkt. Also, wir haben hier zwei Mengen gegeben. Die Menge A ist das abgeschlossene Intervall 1, 3 vereinigt mit dem offenen Intervall 4, 5. Und die Menge B, das ist eine Vereinigung des abgeschlossenen Intervalls 0, 2 mit dem halboffenen Intervall, also dem rechts quasi hier halboffenen Intervall 4, 7. Und jetzt suchen wir das kartesische Produkt A Kreuz B. Wie gehen wir jetzt vor? Schauen wir uns zunächst einmal die Menge A an und schauen uns vor allem in erster Linie an, wo hier die Mengen überhaupt liegen. Ein bisschen beschriften, schadet vielleicht nicht. Und auch hier die Y-Achse beschriften. So, dann nehmen wir uns einmal einen Stift und schauen wir uns einmal zunächst alles an, was abgeschlossen ist. Nämlich hier das abgeschlossene Intervall 1, 3. Das ist hier. Für das abgeschlossene nehmen wir dicke Kringel und das offene Intervall 4, 5. Offen. Achtung, hier die Ränder sind nicht dabei. Das kennzeichnen wir so. Das machen wir lila und machen wir offene Kringel, um eben zu verdeutlichen, dass hier das nicht dabei ist. Dazwischen, die Werte sind natürlich dabei im offenen Intervall. So, dann schauen wir uns die Menge B an. Das ist das abgeschlossene Intervall 0, 2. Also dicke Kringel, ordentlich verbinden. Und das halboffene Intervall 4, 5. Also die 4 ist noch dabei. 4, 7, aber die 7 ist nicht dabei. Machen wir einen runden Kringel. Dazwischen die Werte natürlich schon. So, jetzt schauen wir uns einmal das erste an. Fangen wir hier mal an mit 1, 3 der Menge A kreuzt im 0, 2 der Menge B. Wir sehen, wir haben hier immer die Eckpunkte dabei in beiden Mengen. Das heißt, wenn wir hier das kartesische Produkt bilden, sind auch die Ränder vollständig enthalten. Ein bisschen mehr aufpassen müssen wir jetzt hier. Wir haben hier beim Intervall 4, 5 die Eckpunkte ja nicht dabei. Also können sie auch beim kartesischen Produkt nicht dabei sein. Das kennzeichnen wir hier wieder mit den lila Kringeln. Und jetzt müssen wir nur schauen, wie es jetzt mit den Rändern dieses Quadrates aussieht. Wir haben ja hier, dazwischen haben wir die Werte zwischen 4 und 5 und wir haben auch die 2 von der Menge B fix dabei. Also haben wir hier eine durchgezogene Linie. Aber jetzt Achtung, für diesen Rand hier, da bräuchten wir ja auf jeden Fall die 5, wenn der abgeschlossen wäre. Aber die 5 ist nicht dabei. Offenes Intervall. Also müssen wir hier davon ausgehen oder das kennzeichnen, dass hier der Rand nicht dabei ist und das kennzeichnen wir durch eine strichlierte Linie. Jetzt das gleiche Spiel hier heroben. Also, wir haben hier die Ränder dabei, sowohl die 4 ist auch dabei, als auch die 2 und 3. Also können wir hier die Linie durchziehen. Wie schaut es jetzt hier heroben aus? Da ist die 7 eben nicht dabei. Und damit kann auch die obere Kante überhaupt nicht dabei sein. Wir machen eine gestrichelte Linie. Wie sieht es jetzt hier mit diesen Kanten aus? Ja, die 1 ist dabei und die 3 ist dabei, also können wir diese Kanten durchziehen. Jetzt noch der letzte Fall. Hier die 4 und die 5 sind nicht dabei. Also die nehmen wir aus. Und hier die 7 ist auch nicht dabei. Also müssen wir sie ausnehmen. Entschuldigung. Wie sieht es mit den Kanten aus? Die 4 hier ist dabei, also können wir durchziehen. Aber hier, Achtung, da die 5 nicht dabei ist, müssen wir hier die strichlierte Linie wählen und auch hier die strichlierte Linie. Und da auch die 7 nicht dabei ist, brauchen wir auch hier die strichlierte Linie. Und am Ende sind das hier eben dann die Flächen, die wir suchen. Dieses kartesischen Produkts der Menge A und B. Aber Achtung, hier diese Fläche
ist nur hier der Rand dabei, diese Ränder sind nicht dabei, in dieser Fläche sind diese drei Kanten dabei, diese ist nicht dabei. Also offen. Hier haben wir ein vollständiges Quadrat mit allen Kanten, also alle reellen Zahlen, die hier liegen, sind dabei. Und hier sind quasi an den Kanten die reellen Zahlen, die genau an diesen Kanten liegen, nicht dabei. Wir können natürlich beliebig nahe herangehen an diese Kanten, aber wir können nicht ganz genau hier, das wäre nicht Teil der Lösungsmenge. Und ich hoffe, ich konnte das hier auch grafisch gut veranschaulichen. Das war ein Mathematik-Tutorial der Science Barbie. Jedes Like und Abo des Kanals freut uns sehr. Für Feedback und Kommentare nutzen Sie bitte die Kommentarfunktion.